Hallo Leute, zum vierten Part von A Link to the Past, The Legend of Zelda, genau. Ja, hier bei Super Juppa, ich bin Michi, das ist Steffi. Wir sind im Wüstenpalast, Leute. Angekommen, der zweite Dungeon hier in Hyrule. Und ja. Im letzten Part haben wir das erste Amulett bekommen. Ich habe voll abgeschossen, dass ich aufgepasst hast. Krass. Achso, jetzt spielt Steffi, also wir wechseln uns von Part zu Part ab. Genau. Ja. Und es ist wieder die gleiche Musik wie Ostpalast. Ich muss überlegen, wer der Obstpalast sein. Das ist ein Zyklopen-Man. Nee, es ist einer. Es ist kein Juppa! Nein, kein Juppa. Okay. Links hier ist Saralla. Sarallala! Unbedingt alle Schätze in den Verliesen versteckt sehen. Ayoi, Saralla! Ah, du Depp. Es gibt einen Schlüssel hier. Du roten Laser. Ich hab irgendwie ganz dickes Auge. Ich hab dort einen draufgekriegt, das Auge. Wie dann? Es hat immer mit einem Auge schießen. Ja, ein Juppa! Ein Juppa! Servus, Juppa! Sag Hallo zu Juppa. Oh, ein Juppa ist kaputt gegangen. Ja, ich will die Pfeile. Aber der Kanal ist nicht. Juppa! Leute, in diesem Ding. Jetzt denkt ihr bestimmt, man muss diese Fackel anzünden, aber man muss sie gar nicht anzünden. Aber Steffi zündet sie trotzdem mal an für euch. Es passiert nichts. Es passiert nur, wenn man diesen Schalter betätigt. Den Schalter. Der Karte. Er liegt der Karte. Er schaut eine Freude und wir haben über eine Karte drin. So, was muss ich nehmen? Westlichen Teil des Dungeons in den Osten. Wir gehen in den Osten, Leute! In den Osten! Des Dungeons. Nicht, was ihr denkt. Ah, das ist ein böses Monster. Okay. Weg mit euch, ihr kleinen Blumendinger. Blumendinger? Die haben wir. Die wurden bestimmt im Blumenmarkt gekauft. Blumenmarkt, alles Vertrauenswerte. Zack, weg mit dir. Was sind Blumen? Hier und hier gibt es nichts. Es war ein Fake-Raum, aber. Wir wollen hier alles erkunden. Genau. Wieder Blumenland. Blumenleine. Ja, okay, dann geht ihr halt. Dann halt. Topf ich euch halt nicht um. Nein. Okay, Leute, wir brauchen diesen Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. Und hier sehen wir, ja, wir sehen wir hier Zyklopen. Dieser sind wir geschützt vor Zyklopen hinter den Statuen. Das sind die Statuen. Die Statuen. Das sind die Statuen auf. Auf. Auf Ritter. Auf Ritter. Juppa! Juppa! Ritter Juppa! Ritter Juppa für euch da. Ich hab auch so ein Ton an die Super Juppa. Die Statue auf Ritter Juppa. Ja, ich muss die Grauen aus. Spaß. War ein Spaß. Deshalb bin ich gar nicht grau. Es ist weiß und beige. Okay. Mein Pulli da ist grau, Leute. Mit schwarzem Strahl. Da bist du die Crown, Mann. Nein, ich weiß. Das sind keine Grauen aus. Wir sind blaue Mäuse. Wir sind nicht alt. Ich bin keine Maus, ich bin noch das Bärchen, der wie meine Katze. Achso, das Boosty-Bild. Entschuldigung, ich hab's vergessen. Zeig den Leuten die Kapuze, Michi. Leute, Kapuze! Kapuze mit Ohren. Ups. Du lässt jetzt meine Haare ab. Kapuze, Steffi. Kapuze mit Ohren. Nur für euch, Leute. Ich hab auch eine Kapuze verloren. Zieh sie ab. So. Im ersten Part habe ich auch nicht kaputt. Es sind meine Haare ganz so schlau. Oh, stimmt. Wenn du weiter spielst, brech ich schon. Ja, Leute, wir bekommen die Titan-Kraft-Handschuhe. Also, spürst du die Kraft in deinen Händen? Das kannst du. Steine aus dem Weg räumen. Yippie, das Licht kann man wieder anzünden. Aber. Das passiert ja immer nichts. Aber nicht, dass ich noch irgendwann sage, Papa, mach mal alle Lichter an. Dann ist heute was sehen. Das ist auch dringend, dass wir das gefunden haben. Ja, dann jetzt können wir endlich die Steine aufheben. Ich hab's ja gerade ein bisschen ab. Ich bin an den Talemorgen gestoßen. Das ist so ein Ding. Zwei Stern gewackelt. Ja. Ich hab keine Ahnung, keine Sorge. Der ist super über Talemorgen gibt. Super über macht nichts kaputt. Ich will wieder so Nerven sehen. So, ich hab das ein Sandkrieg, oder? Ja, das kann sein. Okay, hier haben wir wieder den Zyklop. Ah! Das tut hier auch nichts. Genau. Aber hier muss man irgendwie einen Stein schieben. Ja. Ich weiß gerade bloß nicht mehr welchen. Es fällt ein anderer Stein an, den man schieben muss, aber den fällt mir irgendwie an. Das ist ein Block, ich habe keine Ahnung, was der auch egal. Ach du. Auf jeden Fall muss man einen von diesen Blöcken schieben. Ups.
Wow, steh, pass auf! Oben dieses Rätsel. Der? Ich hatte was. Okay. Und hier sind wieder Feen! Yeah, wir brauchen, glaube ich, welche, oder? Ja. Wir brauchen eine und eine sammeln wir eine. Komm her! Komm, flieg mich weg! Oh, du bist genauso ungeschickt wie ich. Du hast auch sie erst eingesammelt. Oh. Ja, wir wollen sie auch sammeln. Denn mit Feen ist man immer gut. Safe. Unterwegs. Everybody needs a fairy. Okay, Leute, wir sind draußen aus dem Dungeon. Diese Schatten sieht aus wie so ein Zyklop hier. Der Baum mit Zunge. Jo, bam. Und das ist so ein komisches Schildkrötchen da unten. Ja, das ist da unten, hat da so eine. Mund. Ach, du blöder Geier, los. Was ist da? Hey, du Geier, geh mir nicht auf die Nerven. Das ist ein komisches Tier. Ich weiß, es schaut aus wie so ein. Ohne der Schildau. Aber hier weiß ich, wo man einen Schein schieben muss. Okay. Zack! Sauber! Hasta la vista, Baby! Mach's gut! Ciao, ciao! Jetzt kommt mein Lieblingsraum, das ist ironisch gemeint. Jetzt kommen die besten Gegner ever. Das sind so nervige Bildschirme. So, wo die Platten und einfach was draufschlagen, schlagen. Irgendwann hat hier nicht seine Platten schnell verlegt. Nee, Fliesenleger, wenn du das warst, dann gibt's immer. Du bist fällig. Mein Spaß. Fällig! Und sie legen so ein schönes Muster da, aber ich habe leider nie gecheckt, was das Muster sein soll. Also ich glaube, das Muster ist sogar symmetrisch. Symmetrisch? Weil ich mich nicht täuschen will, ist das symmetrisch. La 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 la. Mein Daumen tut schon weh vom Drücken. Vom Knopf drücken. Aber du schaffst das schon. Okay, vorwärts, ja, gleich die Schlüssel gefunden. Leute, das ist der Geist. Runter ist natürlich ein Problem. Wir nähern uns gleich. Herz? Nix. Ein Gegner. Ein kleines bisschen haben wir noch schon viel. Yep. Wie lange nehme ich auf? Okay, das passt, Leute. Das ist sehr, sehr gut. Wir sind im Stockwort 2. Und wir sind eine Galerie. Und da ist so ein komisches Zeug da. Und da ist wieder die Statue auf Super Ritter Juppa. Nein, Juppa. Nein, Ritter Juppa. Nehmen wir was Deutsch. Das ist mal alles Englisch. Nehmen wir was Deutsch. Ritter Juppa. Ritter Juppa. Okay, Leute. Yes. Hier ist der Raum. Und wie immer, die Fackel macht jetzt nicht Englisch. Gehen wir noch drauf eventuell. Ja, schon, das könnte es. Das ist ein Argument. Ja. Oh, sehr gut. Wir sind unsere kleinen Feen sparen. Ja, das brauche ich. Ich bin schon beim Endgegner dann. Der nächste Gegner ist eigentlich nicht schwer, aber der ist ein bisschen. Yes. Hoppala. Schon wieder erwischt. Nein, du blöder Grüner. Jetzt kommen die Platten wieder. Ja, aber ich will noch da. Ja. Ich liebe sie, Leute. Ich auch. Ich liebe sie. Und sie werden wiederkommen. Das verspreche ich euch hier. Der Name von Super Jupa. Man muss gar nicht sagen, man muss bloß immer diese Kraft da drücken. 10 Stunden später. Hm? Was? Ich bin immer noch da, du hast 10 Stunden geschlafen. Ich habe wieder alles verschlafen. Ja. Okay, gleich ist er weg. Gleich ist sie weg. Ach, noch mal eine Platte. Jetzt kommt da. Ja, aber sag, was hast du denn auch da? Oh. Du sagst, das hier ist ein bisschen. Nein. Das hat keiner gesehen. Steffi erwischt. Oh. Steffi's Fail. Steffi Fail. Hier im Part 4 bereits. Ich bin nicht gestorben, ich habe mir gefehlt. So, Leute. Oh, ein rotes Juppa! Rage Juppas! Aufwachen! Schläft aber noch, was ist doch. Hey, wieso schläfst du mit dem Schwert? Weil es. Nein, Juppa! Aufwachen! Schätzelein! Heute ist Sonntag? Nein, das ist Sonntag. Okay, mach das Licht an, weil hier müssen wir es einmal machen. Jetzt kommt da was ganz Episches. Burn it down. Es ist eine Türe zum Bosskampf. Leute. Und der Kampf beginnt. Es ist ein großer, kleiner, ganz kleiner. Sandwurm. Drei Sandwürmer. Ja, und das Heimtier ist eben an diesen Würmern, ne? Die spucken Steine, wenn man sie schlägt. Ja, sonst sind sie eigentlich total easy peasy. Und ja, die schlagen 4 Steine in die Himmelsrichtung. Also es ist immer gut, wenn man sie von zick, zick oder zick trifft und nicht von... Ich werde versuchen, so gut wie möglich auszuweichen. Ja. Aber wir haben noch die Feen. Da stören mich einige auch. Habe ich schon ein paar gucken lassen. Wir werden hier natürlich nicht sterben.
Denn wir haben auch Feen dabei. So, hier gab es irgendwie auch Feen. Ja. Wer ist nicht mit? Und? Ist selber schuld. Ist verloren. Nein, Spaß. Man schafft es auch ohne Feen. Ja. Hört auf an, wie hast du heute hast, wie gut der Spieler du bist. Jetzt müsst ihr eigentlich bald schon kaputt gehen, oder? Ja, ich hab auch. Oh, schon wieder von meiner Hose. Ah, du blöder Wurm. Ich mag die Würmer ja nicht. Die sind ein bisschen nervig. Nimm das. Super. Ich hab schon 2 Halbherzen verloren. Oh, das ist nicht so gut. Ich dachte, ich geh den Würmer jetzt machen. Ja, das Schwert ist noch so schwach. Jetzt ist das kaputt. Super. Ja. One Worm is dead. Ja. Yeah. Eliminiert die Würmer. Holt den Kammerjäger. Kommt der Kammerjäger bei den Würmern? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß noch nicht. Bei uns war noch nicht der Kammerjäger, daher habe ich keine Ahnung. Ja, nicht. Okay, weiter geht's. Und zack. Ist auch gut, dass er noch da war. Nee. Ja, ist gut, dass er nicht da war, meine ich. Ich meine, dass es nicht gut ist, dass er nicht da war. Verkehrt am Angriff. Ich weiß. Du bist noch 1,5 Herzen, Leute. Yes. Ja. Und der letzte ist jetzt ein bisschen gefährlich, denn er sputzt seine Steine anders. Und da stirbt man eben. Und du solltest vielleicht meine Fee bald nehmen. Ja, ich nehme die auch. Aber ich will noch, vielleicht schaffe ich es ja nicht. Guck, Leute, der macht einen kompletten Kreis. Also, das ist eigentlich das Beste, wenn man. Bis jetzt noch wie ungefähr gleich viel Schwächer. Nein, ich brauche jetzt ein Feechen. Feechen. Komm raus, meine Fee, ich brauche dich. Schnell, sagen sie weg. Oh, fliegt sie weg. Weg. Sie fliegt weg von mir. Aber jetzt haben wir es eigentlich. Oh, diese blöden Würmer. Nicht Rage, nicht so viel. Ich mag sie nicht, das und das. Jetzt wirst du aber gleich besiegt sein, oder? Oder hast du, bist du irgendwas auf die anderen gegangen? Ich weiß nicht, wie oft ich erwischt irgendwo geschlagen habe, aber jetzt bin ich tot. Ja! Zeit, ja! Ja, Chef, dann noch deine Mission of the Day. Ja, schaffe ich das, aber hier war ich ja. Yippie! Yeah, super! Ist nicht mehr wollen gekommen. Tschüss, Leute. Das Amulett der Stärke haben wir gefunden. Sehr gut. Und jetzt geht's weiter Richtung. Wir gehen wieder in den Osten. Wir gehen jetzt in diesen Höhlen da. Jetzt können wir nämlich das Ding da hin. Ja, wir gehen noch da, wo der alte Mann gesagt hat. Also ach, du blöd. Saharwalbas. Was? Ach so, ja. Diese gelb. Füße. Männer regen mich auf. Okay. Und mein geliebter Geier. Servus. Ciao. Flieg weg. Da zeige ich euch einen Geheimgang, liebe Leute. Gut aufpassen, Leute, denn hier könnt ihr doch das lernen. Schaut immer unter jedem Stein hinein, auch hier ist ein Eingang. Oder auch nicht hier, wenn ihr wisst, wo die Geheimgänge sind. Hallo. So wie das einer, der ganz braun geschmort ist. Stimmt. Und es sieht irgendwie komisch, was er gar keine Papier. Das sind die Höhlen östlich des Helios, die gibt es. Schöne Sachen, keine Ahnung. Interessiert uns nicht. Also. Wir sollen hier können wir auch super Geld zahlen in diesem. Ja. Wenn ihr Geld braucht, schaut zu Alter. Okay, wir heben den anderen Stein auch noch auf. Oh, mein Fuß. Ist ja immer noch weh? Oh. Ich das war eine fette Flasche, die du draufgeschmissen hast. Oh, weißt du noch meine Zehe, wo ich sie angeschlagen habe? Ja. Die war ewig lang blau. Ja, die war ewig lang. Ich konnte sie gar nicht. Da habe ich so eine richtige Blutblase gemacht. Die war wirklich eklig. Ah, das ist ein Gras. Tschüss. Und nicht die Blutblasen ausstechen wollte. Das haben wir nicht machen. Ich habe es ausgekommen. Ich bin voll geekelt. Für deine Nadel. Okay. Hier ist hier noch ein Loch, Steffi? Ja, da oben. Steffi, the Destroyer. So Bombe, man. Bombe Girl, haben wir gesagt. Und hier ist ein heißer Wurmkampf. Oder ist das ein Wurm? Ja, Hoppe? Das ist ein Wurm. Das ist ein Würmchen. Ein Würmchen? Das ist Willy Wattwurm. Oder Hoppe Nimmersatt. Das ist ein Nacktwurm. Der Nackt. Es gibt doch Nacktmolch. Ach, stimmt. Nacktwurm. Und ich bin getroffen. Jetzt muss ich. Hast du das in mein Wasser gemixt? Du brauchst gar nicht so tun. Soll kein anderer. Hallo. Das muss aber unter uns bleiben. Verstanden. Oh ja, für 300 Punkte schweigen, aber. Mit 10 Sekunden. Es gibt Bomben. Es gibt Pfeile. Aber nur weil du nicht siehst bist. Was? Wir haben 999 Geld. Wir schweigen. Nur für 10 Sekunden wäre ja nicht süß, das wäre süßer, würde ich für immer schreiben. Okay.
das Erbe. Also, ciao. Ciao, Baby. Man sieht sich oder auch nicht. Nein, den sehen wir nicht mehr, glaube ich. Also, ihr schreibt das Besuch den noch einmal. Nein, wir suchen ihn trotzdem nicht. Nein! Oh, yeah, yeah, yeah. Vorhin drauf gekriegt eine. Ach, das Schwibbeldibbelding. Das Schwibbelding. Das werde ich als Schwibbelding nehmen. So besiegt man das Schwibbelding, Leute. Steht euch unter Strom. Das erinnert mich gerade an die Mütze. Mütze? Ja, da war auch in der einen Ding da. Das ist ein Bum-Bum-Kiefer. Der in der einen Bahn hat irgendwie auch so Geburtstag gehabt und so komische Geburtstagszipfelmütze gehabt. Die auch so wackelt da irgendwie komisch aus. Das sah echt komisch aus. Naja, egal. Krabbe! Ach, die Krabben, die Krabbe ziehen, glaube ich, zwei Herzen ab oder so. Okay, die sind voll stark. Ja, die sind echt stark. Bist dich! Schlecht die! Schwimmen können wir da nicht, Wikin. Wieder. Nein, geheim versteckt aus. Das ist wieder so eine, ja. Hallihallo, mein guter. Hast okay, du was auch ein bisschen sagen? Geld für mich? Verdiene Rubine, indem du den Bumerang Gegner zuerst lähmst und dann zusteckst. Dann kenne ich hier. Bitte schön, nur für euch heute. Schön, dann brauchen wir kein Geld mehr. Nee. Schon wieder eine Schnapszahl. Und bumm. Tau-Krabchen. Ah, ich weiß, klar brauchen wir in dem Spiel noch Geld. Wir können das spenden. Stimmt, wir können spenden. Ein Eisstab. Du hast den magischen Eisstab gefunden. Seine kalte Magie zerschneidet die Luft. Und auf die Magieanzeige. Die Magieanzeige ist links. Ja. Kann man hier jetzt irgendwas? Mhm, hier kommt man nicht durch. Da kannst du schieben. Alles helfen. Schieben. Ziehen. Drücken. Meine Nase hier auch rein. Dann nimm dir doch ein super Jupa-Taschen. Ah, ich glaube, wir gehen jetzt noch schnell rein und dann müssen wir schon den Part beenden hier in der Stimme. Genau. Sonst haut ihr bloß auf der Klatsch hin, das können wir nicht verantworten. Ja. Okay. Okay, das sind noch zwei Feen. Die sagen, wir brauchen noch zwei Feen und dann wird es wieder Zeit, den Part zu beenden. Nee, wir brauchen noch eine. Oder zwei? Ja, aber ich brauche noch eine für mich. Achso, okay. Dein Herz. Okay, also das war mit Part 4 hier bei The Legend of Zelda A Link to the Past und wir sind jetzt bei mit Part Super 5. Mit Super Jupa. Macht es gut. Und ja, Steffi schreibt das Spiel und ich sehe es beim nächsten Mal. Bye bye, Leute. Ciao.